genau. Ja, aber nur für die Chefs und für mich. Und ja. Wie langsam dann an ist. Texas, Peru oder Costa Rica? Gott, wieder Tschüss. Nix drauf. Ja, die Vorrunde im Las Vegas vom Tagteam 18 ist Geschichte. Inzwischen warten wir jetzt auf das Spiel um Platz 3 und dann auf das Finale. Und neben mir einer, der um den dritten Platz spielen wird, Steini. Um 11 hat es circa angefangen, jetzt haben wir circa 5:30. Wie war dein Weg bis hierher? Ja, leider zu wenig Bier noch bis jetzt. Aber man hat sich ja konzentrieren müssen. Und ja, ich bin gespannt aufs Spiel um Platz 3. Ich hoffe, das werde ich jetzt schaffen, dass wir Dritter werden. Weil leider der Elias in der letzten Sekunde ist da geschossen und zwar Meister gewinnen. Also dann hätte ich mir die Situation als der Sport. Aber nein, ist eine richtig klasse Sache und ich finde es auch toll, dass wir da bei dir in Las Vegas wieder sein dürfen. Ja. Alles klar, herzlichen Dank. Ja, man sagt an und für sich, man soll sich immer nicht auf die Fehler der anderen verlassen, sondern eigene Leistung bringen. In der ersten Runde ist es ja fabelhaft gelungen, in der Rückrunde habt ihr dann ein bisschen geschwächelt. Was ist da passiert? Ja, das ist eine gute Frage, den ich beantworten kann. Okay, vielleicht das nächste Mal doch etwas mehr von dem hervorragenden Bambi Wurstsalat einnehmen, damit dann die ganze Kraft inklusive Laktat direkt in den Daumennagel kommt und man dann die Taste dann etwas schneller drückt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück und das Spiel um Platz 3. Alles Gute. Danke, Stefan. Danke, Stefan, ja genau. Tja, neben mir vom Team Horvaths los, unser Patrick. Ihr spielt jetzt um den dritten Platz gegen Steini. Wie ist das Feeling? Ja, super, ein bisschen angespannt. Ich meine, ich muss sagen, wir sind heute eigentlich das erste Mal bei dem super Turnier da in Las Vegas dabei. Kommen da nicht wirklich jetzt ein schneller Favorit zur Geltung, sage ich mal, haben die erste Partie richtig schön erwatschen gekriegt. Haben uns gedacht, das war's. Haben uns aber super darauf, muss ich echt sagen, weil die Stimmung genial ist, die Partie ist super, das Turnier ist super. Haben uns wirklich wortwörtlich an den Eiern gepackt und haben uns vorkämpft, waren halt für den Einzug ins Finale haben wir es leider am Adler versemmelt, aber kämpfen jetzt natürlich voll optimistisch. In der ersten Runde, kurz vor der Rückrunde, war sie eigentlich bereits schon fix qualifiziert fürs Halbfinale. Kann es vielleicht sein, dass man in der Rückrunde vielleicht sich etwas zu sicher war? Nein, gar nicht. Wie du schon sagst, wir wären schon fix weiter gewesen. Für uns war aber, für sag jetzt mal, unser Ego, war die Rückrunde sogar relativ gut, weil ich finde es Punkt 1 einmal sportstechnisch fair gesehen für die anderen. Wenn wir gesagt haben, wir geben natürlich seinen auch gerne noch eine Chance. Und natürlich war es für uns auch ein kleiner Kick, weil wir vorher gegen den ersten dann anschließend auch noch gewonnen haben und das war eigentlich der Grund, warum wir jetzt noch so weit fahren sollen. Okay, hat man für das Spiel um Platz 3 jetzt sich irgendwelche spezielle Tricks aufgehoben oder spielt man einfach, wie man so schön sagt, einfach aus dem Bauch raus? Naja, ich habe schon noch einen Geheimtrick auf Lager, aber ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sagen darf. Das ist natürlich das Bier vom Las Vegas da, das ist ein bisschen Hopfen und Malz für die Seele. Das imponiert, das gibt Gas für die ganze Partie und ja, wie gesagt, nach wie vor, die Stimmung ist Hammer, es hat eine super Partie und hätte ich gesagt, gehen wir noch einmal Richtung Halbfinale und Finale. Alles klar, ich sage vielen herzlichen Dank und viel, viel Glück für das Spiel im Platz 3. Danke. Tja, und neben mir jetzt einer neben der Mitsponsoren, neben Buntigammer Café Las Vegas, hat auch der Lenz TV hier ein bisschen mitgesponsert. Elias, wie bist du im Augenblick mit dem Turnierverlauf zufrieden? Naja, also mit dem Ablauf muss ich sagen, bin ich an und für sich schon zufrieden. Also ist wieder eine super Partie. Die Leute natürlich 1A. So wie auch beim letzten Mal. Mit unserer persönlichen Leistung kann man sich, glaube ich, vorstellen, nicht so ganz. Dazu kommen wir etwas später. Es geht eigentlich in erster Linie nur darum, wie passt der gesamte Rahmen, wie ist die Preisaufteilung, wie ist das Publikum, wie ist die Besetzung des Feldes? Insgesamt sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, vom gesamten Ablauf her gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Also da kann ich wirklich nur mich nochmal wiederholen. Also auch eben die Jungs, sehr, sehr sportlich das Ganze, eine sehr gute Stimmung.
auch eben, obwohl wir eben sportlich uns da nicht so super präsentiert haben, aber insgesamt, wie gesagt, sehr guter Rahmen, auch kulinarisch, man ist top versorgt, getränketechnisch, verdurstet auch keiner. Also von dem her bin ich sehr zufrieden und ja, ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Alles klar. Und nun ein kleiner Blick auf deine gebrachte Leistung mit deinem Partner. Es war ja zwischendurch durch diverse akustische Ausdrücke, dessen Bedeutung ich mir jetzt nicht zutraue, sie wiederzugeben vor laufender Kamera. Doch möchte ich sagen, verbal etwas angespannt. Ja, definitiv. Also zu unserer Leistung, wenn ich es jetzt analysieren müsste, muss ich natürlich sagen, nicht genügend. Also wirklich also auf allen Ebenen, wir sind von Anfang an vom ersten Spiel weg nicht wirklich ins Turnier reingekommen, haben einfach auch mit unserer Mannschaft nicht wirklich die nötige Konsequenz gezeigt und haben eben auch wirklich nicht das Maximum bringen können. Warum auch immer, individuelle Fehler, vielleicht auch ein bisschen Übermut, vielleicht haben wir das Ganze ein bisschen zu locker genommen, weil wir doch eigentlich relativ lang schon miteinander zusammenspielen und uns da gedacht, naja, vielleicht läuft das Ganze einfacher, aber war eben nicht so, die Konkurrenz war sehr, sehr stark, aber muss eben dazu sagen, wir haben unsere Leistung zu keinem Zeitpunkt zu 100% wirklich bringen können und deswegen sind wir auch völlig verdient frühzeitig leider ausgestiegen. Alles klar. Ja, dann hoffen wir das nächste Mal, um es mit den Worten von Franco Foda zu formulieren, die Kräfte besser gebündelt sind, die Mannschaft ideal eingestellt sind und neue Kräfte gesammelt werden, weil das nächste Spiel wiederum ein hartes Spiel werden wird, vor dem Spiel heißt nach dem Spiel oder nach dem Spiel heißt vor dem Spiel, wie auch immer. Ich hoffe, dass wir bald wieder so eine Veranstaltung durchführen können und wir freuen uns jetzt schon auf die verbleibenden Spiele und danke für das Interview. Bitteschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum absoluten Höhepunkt unseres heutigen Tages. Hier links und rechts neben mir stehen sie, die Finalisten, die sich durch lange Vorentscheidungen, Qualifikationsmühlen und Vorrunden durchkämpfen mussten. Und ich frage gleich rechts neben mir, wie schaut's aus, wie war der Weg bis dahin, wie beschwerlich bist du die erste Runde gegangen? Du hast ja zwischendurch ein bisschen Probleme gehabt, aber konntest du dann mit deinem Partner noch ausmerzen? Was ist dein inneres Geheimnis, dass du jetzt so ruhig und entspannt wirst? Inneres Geheimnis gibt keins. Jede Partie ist anders und ja, ich freue mich einfach aufs Finale. Es war ein schwieriger Weg, ganz klar. Gruppenphase haben wir souverän überstanden, zwar Niederlage, aber das Halbfinale war halt echt extremst heftig und ich freue mich einfach aufs Finale und ja, ich bin zufrieden damit über die Leistungen. Wir haben vorher nicht viel zusammengespielt und sehr zufrieden. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir vielleicht in naher Zukunft euch wieder vereint als Partner bei einem Turnier hier im Café Las Vegas begrüßen dürfen. Und Spielmodus war an und für sich doch etwas länger als geplant. Wir hatten zuerst eine Runde geplant und haben uns dann für eine Rückrunde entschieden. Hatte das bei eurem Spielablauf irgendwelche Veränderungen zur Folge? Nein, nicht wirklich. Man macht ja öfter am Tag mehrere FIFA-Spiele und dann vier dazu, dann haben wir eine. Zwar Niederlage kassiert, aber trotzdem Gruppenerster weiterkommen und wir sind zufrieden und das hat passt. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Chris, wie war dein Weg ins Finale? Ja, wir haben schwach angefangen, muss ich sagen, mit dem 5-1 Niederlage in der ersten Runde. Aber ja, nachher sind wir eigentlich durchgestartet und haben eigentlich souverän, sind wir bis ins Finale eingegangen. Deine augenblickliche Platzierung für dich persönlich, wie viele Turniere hast du eigentlich schon mitgemacht und was waren deine persönlichen Plätze? Ich bin letztes Jahr das Vegas-Turnier, beim Einzelspieler-Turnier bin ich ins Viertelfinale gekommen. Und da gegen einen Feuerhausmeister bin ich leider ausgeschieden mit 1-0. Ja. Und sonst ist eben die Ultimate Weekend League das Einzige, was halt momentan relevant ist. Alles klar. Zum Spielablauf, der Modus ist passend. Die Konzentration, die Spannung? Beides sehr hoch. Also ich sage, Konzentration muss man immer 100% dabei sein, weil man hat jetzt gesehen, das Spiel um Platz 3 ist in der 90. Minute entschieden worden. Unglücklich, durch einen hohen Pass. Und wenn man da halt nicht konzentriert verteidigt, wenn man da halt nicht konzentriert verteidigt und nicht bei der Sache ist, dann passiert schnell ein Tor. Aber ich glaube, das kriegen wir, also ich und der Tommy, gut hin, dass wir fokussiert sind und das Ding handeln. Alles klar, entspannte Finalisten hier links und rechts neben mir. Wollen wir uns auf ein wunderschönes Finale freuen und sind wir begeistert
von jungen Männern, die heute bereit sind, wirklich alles zu geben, zurück. Sie haben eben gegen Lungenbroschen SV sehr, sehr herzlich begrüßt und in der linken Ecke mit der Glatze, das ist unser. Na ja, Burschen, dann gehen wir das Ganze an, kommt bitte auf Start. Und wir starten das Spiel um Platz 3 bei unserem FIFA 18 Tag Team Turnier. Das Duell, das Team von Steini am Ivarskornet gegen das Team Horvatslos. Es geht um den dritten Platz, es geht um die 100 Euro und es geht natürlich um die Ehre hier auch bei diesem Tag Team Turnier. Es hat schon die eine oder andere Überraschung gegeben. Und auch hier sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze denn hier vonstatten geht. Paris Saint-Germain, muss ich kurz fragen, mit Steini, nehme ich mal an, eure Mannschaft? Ja. Sehr gut. Also, das heißt, Ami Horskornet mit Paris in den Schwarzpressen und der Gegner, die Horvatslos mit Real Madrid, mit Cristiano Ronaldo und Co. Also zwei Startruppen, die aufeinander. Und das ist jetzt die große Möglichkeit. 3-2 und jetzt die Chance, Benzema! Ja! Das dritte Tor. Und das könnte es jetzt gewesen sein. Möglicherweise das 3-1, möglicherweise die Entscheidung in diesem Finale in der 80. Spielminute für das Team Sramo hier gegen das Team von Helferer. Also eine ganz, ganz sehr bittere Pille, die man hier natürlich schlucken muss. Man war dem 2-2 näher, hat jetzt aber doch das dritte Tor kassiert. Aber vielleicht geht ja noch was. Wenn jetzt bald der Anschlusstreffer fällt, jetzt wieder eine Chance. Na, was probiert? Vielleicht der Nachschuss oder Nachköpfler. Ja, und wieder! Und Mbappé, nur 3 Minuten nach dem 3-1 der Anschlusstreffer. Also, es bleibt spannend hier in den letzten Aktionen dieser Partie. Isco, der ihn auch verliert, den Ball, die Maria und vielleicht noch ein Angriff. Das ist jetzt sehr schnell gegangen. Mbappé, jetzt sucht er die Anspielstation, findet er sie, aber nicht. Und was? Das war der Schlusspunkt. Knappe, knappe Geschichte, nur im Finale. Am Ende gewinnt das Team Schlamo. Das können wir mit 3-2, das können wir. Aber man muss sagen, ein ebenbürtiger, ein mehr als ebenbürtiger Finalist am Ende. Und damit herzliche Gratulation natürlich auch von meiner Leute, was geht ab? Ich bin Elias und hier bei der Lenz.tv sind wir also mit unserem FIFA 18 Tactic Turnier fertig. Ich und mein Kollege Jan, wir haben das Grauen überstanden, würde ich mal sagen. Es war natürlich ein richtig geiles Turnier insgesamt, also tolle Leute, tolle Location, alles super, außer unserer sportlichen Leistung, die werden wir jetzt ganz kurz Revue passieren lassen. Wir sind, vielleicht zum Verständnis noch kurz erklärt, in unserer Gruppe, in der Gruppe B, am Ende Dritter geworden. Von 5 Teams, im Endeffekt eines ausgefallen, das heißt wir hatten 4 Teams, die dann wirklich aktiv gespielt haben. Das Team, das eben ausgefallen ist, da wurde jedes Partie 3-0 für das jeweilige Gegnerteam gewertet und eben auch so für uns. Und naja, wir hatten auch ein bisschen Losblech, muss man glaube ich sagen. Also wir hatten unter anderem den Finalisten und den Dritten des Turniers am Ende, gegen die wir beide allerdings gepunktet haben, aber eben auch gegen beide verloren. Wir haben ja 2 direkte Duelle gehabt. Und naja, da würde ich mal ganz klar sagen, Jan, was sagst du zu unserer Leistung? Erstmals, ja, danke, dass du mich gespürt hast. Nein, und zwar, ja, was soll ich sagen? Ich war schon ein bisschen enttäuscht, ich habe schon viel mehr Erfahrung gehabt, ich glaube, weiter kann man tun. Aber, tja, Juventus, sage ich mal. Wir sind nicht ins Spiel gekommen, wir haben jeder Partie die Formation wechselt. Weil es einfach nicht gegangen ist. Für die Flügel ist einmal gar nichts gegangen, wirklich nicht. Ja. Also, Cuadrado weg, Bernadeschke hat keinen Körper gehabt und bei der letzten Partie nicht gesehen, also haben wir wirklich gegen einen Tabellendritten gewonnen. Ja. Das ist richtig geil. Bisschen Ehrenrettung, also man muss ja sagen, die Punkteausbeute war nicht schlecht. Also ja. Es war, wie gesagt, wirklich, ohne jetzt unsere Leistung irgendwie schönreden zu wollen, aber es war die Todesgruppe. Ich glaube, wir waren mit Abstand der beste Tabellendritte insgesamt von den 2 Gruppen. Ja, mit 16 Punkten. Ja, also von dem her war es dann eh relativ knapp noch, eben im letzten Duell dann auch noch gegen das Team von Steini dann gewinnen können, also mit einem Last-Minute-Sieg. Aber ansonsten eben relativ enttäuschende Leistung leider von uns. Also wir haben durchaus schon spekuliert mit dem Turniersieg oder zumindest mit dem Halbfinale, Finale herum. Also dass es dann im Endeffekt nicht mehr für die K.O.-Phase gereicht hat, war natürlich dann schon ein bisschen bitter. Aber naja,
letzte Game. Im Endeffekt muss man sagen, FIFA 18 Tag Team ist beendet. Und das nächste Mal. Naja, auf jeden Fall. Juventus Turin wird es definitiv im nächsten Jahr, falls es wieder ein Tag Team Turnier geben wird, nicht werden. Von dem sage ich trotzdem danke an dich, Jan. Ja. Danke dir. Ja, wir haben es probiert, wir haben gekämpft, aber es hat dann nicht gereicht. Und naja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei Tendenz TV. Wir wünschen euch was. Euer Elias und natürlich Jan. Auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.